Fein ist eine Elektrowerkzeugmanufaktur. Das Schöne ist, es sind die Erfinder des Elektrowerkzeugs. Wir haben bei der Analyse damals, als wir begonnen haben bei dem Projekt, festgestellt, dass ein Herr Bosch dort mal Geselle war. So können sich Unternehmen und Persönlichkeiten weiterentwickeln. Bisher war es einfach so, dass alles, was diese Marke betroffen hat, irgendwie intuitiv vom Unternehmer beantwortet wurde und am Ende auch autokratisch umgesetzt. Es war ein völlig autokratisch getriebenes Unternehmen. Das heißt, was Fein besser kann als alle anderen, hat der Unternehmer bestimmt. Was die Grenzen der Marke sind, hat der Unternehmer bestimmt. Wofür Fein glaubwürdig stehen könnte, hat der Unternehmer bestimmt. Welches Sortiment über welchen Vertrieb profitabel verkauft werden soll, hat der Unternehmer bestimmt. Und woran man Fein erkennt, hat auch der Unternehmer bestimmt. Die Frage ist, wer beantwortet eigentlich in Zukunft all diese Fragen in einem wechselnden Umfeld, wo sich Marken auch weiterentwickeln können oder sollen? Und das war eine der ganz großen Herausforderungen, letztendlich durch so ein Markenkonzept und die Integration in das Unternehmen so ein Stück weit den Unternehmerbauch abzubilden. Ersetzen können es denn eh nie. Aber zumindest einen Teil entwickeln, was ich gerne die Rahmenbedingungen nenne, die normalerweise solch ein Unternehmer vorgibt. Und Führungsleitlinien können genau so ein Rahmen sein, von dem ich spreche. Verankerung im Unternehmen beginnt nicht dann, wenn die Markenstrategie fertig ist, sondern beginnt in dem Moment, wo die Markenstrategie erarbeitet wird. Denn umso mehr Menschen aus dem ganzen Unternehmen Sie in diesen Prozess einbinden und deren Fragen und Antworten und Kenntnisse und Erfahrungen wirklich ernst nehmen und respektvoll behandeln, umso mehr werden Sie danach, wenn eine solche Strategie umgesetzt werden soll, auch gehört. Als nächsten wesentlichen Punkt, irgendwann ist dann auch mal der Spaß zu Ende. Das heißt, Marke ist bis zum gewissen Punkt nett. Nur wenn es nicht hilft, geschäftlich erfolgreich zu sein, dann ist mit nett auch vorbei. Weil dann kriegen Sie weder im Top-Management noch sonst irgendwo auch wirklich Relevanz für das Thema. Ja, das ist ja dann immer so die Frage bei Employer Branding, Internal Branding, was bringt es denn eigentlich, wie messen wir das und so weiter. Und die Frage ist, kann ich damit besseres Geschäft machen? Und dazu müssen sich die Menschen natürlich im Unternehmen auch verpflichten. Dann natürlich durchsetzen, auch das hatten wir gerade, im Produkt, im Vertrieb, am Messestand, in der Architektur, wo auch immer. Problem ist natürlich, gibt es unterschiedliche Verantwortliche. Und je nachdem, wie viel Lust die haben, da mitzumachen, so gut funktioniert es dann eben auch.